Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Banished. Ja, man sieht schon, ich habe jetzt eine deutsche Mod installiert. Das Spiel gibt es ab sofort hier jetzt bei uns auf Deutsch auf diesem Kanal. Ich zeige mal ganz kurz die Mod. Das ist die German Translation Mod aus dem Steam Workshop. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Martin Kühn. Hat einen tollen Job gemacht, denke ich mal, das Ganze hier auf Deutsch zu übersetzen. Also es wird nicht standardmäßig angeboten, sondern wie gesagt, eine Mod. Ja, wir sind Folge 3, heißt die letzten zwei Folgen der Auftakt und dann in der letzten Folge der Abschluss der Tutorials für Stück an der Zahl. Ich hoffe, wir haben einiges gelernt. Ja, ich denke jetzt mal, wir werden sehen, ein Scheitern hätte zur Folge, dass wir wohl zu wenig gelernt haben. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal die Ingame-Hilfe ein bisschen angeschaut, war auch recht interessant. Die Frage ist jetzt, habe ich da genug gelernt? Wir werden sehen. Es hieß ja, ich soll ein neues Spiel spielen und zwar mit dem Schwierigkeitsgrad schwierig. Also tolles Wort, schwierig, ne? Das passt irgendwie. Also man hat ja zur Auswahl leicht, mittel und schwierig. Bei leicht hat man relativ leichtes Spiel, ja gleich ein bisschen mehrere Personen, mehr Kleidung, mehr Baumaterial etc. pp. Saatgut und so weiter. Dann auf mittel, das ist so, ja, mittelprächtig, 5 Familien, man hat schon ein bisschen was, ein bisschen Saatgut und bei schwierig ist es halt so, dass man 4 Familien hat und gar nichts. Also, ja, mein Gott, ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Kleidung, ein bisschen Nahrung und damit war es das dann auch schon. Heißt, wir haben hier zum Beispiel auch kein Saatgut und nichts, also wir müssen uns alles erstmal teuer beim Händler erkaufen. Ja, macht die Sache nicht einfach, sondern wie es hier so schön heißt, einfach schwierig. Na gut. Die Katastrophen lassen wir ein. Klima hieß es, soll ich mal auf rau stellen. Also es gibt mild, gemäßigt und rau. Denke ich, sollte auch klar sein. Mild ist natürlich optimal, gemäßigt ist so ein Mittelding und rau ist halt so ziemlich, ja, ja, wie der Name schon sagt, muss ich glaube ich nicht groß drauf eingehen. Bei Terrain würde ich sagen, lassen wir es mal auf Mittel. Und Geländetyp könnte man jetzt wählen zwischen Täler und Berge. Ja, zu bergig wollen wir es nicht, also wir lassen mal ein paar Täler da. Jetzt ist die Frage, wie nennen wir unsere Siedlung? Ich würde sagen, wir nennen sie Schwierighausen, ne? Dass der Name auch Programm ist und einen Kartenseed können wir selber innerhalb eines Zahlencodes definieren. Der sagt mir jetzt natürlich nichts, aber ich nehme mal die 1808-2013. Es wird den meisten vermutlich schon auffallen, das ist ein Datum, der 18. August 2013. Das ist der Tag, wo ich mit dem Let's Play angefangen habe. Deswegen würde ich sagen, benutzen wir den einfach mal als Kartenseed und dann starten wir die Kiste. Bin mal gespannt, was rauskommt. Was für ein Gebiet. Jetzt so kommen hier unten so kleine Meldungen. Das erinnert jetzt alles so ein bisschen an SimCity 5. So, und da sind wir auch schon angekommen. Hier sind unsere tapferen Bewohner. So, Moment, schauen wir uns halt, nee, was mache ich denn? Schauen wir uns erstmal so die Übersichtskarte an. Schwierighausen, Frühlingsanfang im Jahre 1. Wir haben 8 Erwachsene und 4 Kinder. Wir haben 1200 Nahrung, das ist nicht viel, das ist ziemlich schnell weg. Wir haben 100 Brennholz, das ist noch weniger, also das ist auch sofort weg. Und wir haben ansonsten nichts bis auf 20 Werkzeuge und 20 Kleidung. Ja, das ist natürlich schon mal sehr hartes Programm, so würde ich sagen, das Event-Log tun wir auch noch in die Ecke, dass wir da gleich sehen, wenn was passiert. Schauen wir uns die Karte kurz an, wo wir hier gelandet sind. So. Das hier ist die Karte. Wir sehen hier schon mal einen Flussverlauf, einen Hauptfluss quasi, der sich hier vom Westen bis in die Mitte der Karte und dann ziemlich direkt nach Süden zieht mit zwei größeren Seen. Und wir sind quasi hier im Zentrum der Karte. Dann gibt es noch zwei Nebenflüsse, die sind allerdings sehr klein, also der Händler wird wohl primär diesen Verlauf hier nehmen. Das heißt, wir sollten hier auch ja, uns irgendwie ansiedeln, weil ja, ich denke mal so relativ schnell, oder was heißt schnell, zumindest sollte es unser Ziel sein, vom Händler Saatgut zu beziehen, dass wir das dann auch landwirtschaftlich nutzen können. Also so denke ich jetzt einfach mal. Ja, mir fehlt da, wie schon mal festgestellt, die Erfahrung. Also ich versuche jetzt einfach mal das Ganze irgendwie logisch anzugehen. Also wir haben 8 Familien plus 4 Familien, 8 Leute, 8 Erwachsene sind 4 Familien plus Kinder. Ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen laut zu denken. Auch, ja, es klingt komisch, aber ich versuche es einfach mal. Wir haben 1200 Nahrung. Also ich denke, das erste Problem, was wir kriegen, wird Nahrung und Brennmaterial sein. Der Hungertod bzw. der Kältetod, das wollen wir vermeiden. Und
Banish soll richtig hart sein, speziell wenn man den Dreh noch nicht raus hat. Also das muss wirklich gnadenlos sein. Deswegen denke ich, sind die zwei Dinge so das Erste, wo wir den Fokus drauflegen sollten. Wir haben im Tutorial gelernt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, an zum Beispiel Nahrung zu kommen. Das wäre per Landwirtschaft, scheidet aus. Kulturpflanzen, wieso, weshalb, warum? Ja, ich habe schon gesagt, wir haben kein Saatgut. Das gleiche natürlich mit Obstgärten, haben wir ebenfalls kein Saatgut. Heißt, es bleibt eigentlich nur Vieh übrig. Haben wir auch nichts, weil kein Händler da ist. Der hat uns noch nichts gebracht. Dann bleibt Fisch, Wild aus dem Wald und die Sammlerhütte, der Gatherer, übrig. Diese drei Optionen haben wir. Wir könnten hier einen Fischer bauen. Wild und Sammler brauchen Wald, meine ich mich zu erinnern. Also ich kann hier nicht alles roten jetzt und hoffen, sondern Wild und der Sammler, die brauchen entsprechend einen Wald. So, also wir haben ein paar Bäumchen. Man sieht ja auch schon die unterschiedliche Darstellung. Es gibt hier so diese komisch braunen Bäume. Ja, die sehen schon sehr verdorrt aus, genauso wie die grauen hier. Dann gibt es die grünen Bäume. Also das symbolisiert wohl das Baumalter. Es gibt wohl junge Bäume und dann gibt es ja so mittlere Bäume und eben alte Bäume. Und der Förster zum Beispiel, der fällt wohl nur die alten Bäume, wenn ich das richtig verstanden habe. Und also das hat wohl auch Auswirkungen auf, was wächst im Wald, speziell jetzt Stichwort Nahrung und sowas. Ich weiß nicht, ob das auch Relevanz hat fürs Wild. Hier sehen wir schon mal so eine kleine, ja, lustige Truppe an Wild, die hier so ein bisschen im Wasser planschen und sich freuen. Ob man zwingend auch einen Wald braucht für einen Jäger, kann ich jetzt nicht beurteilen, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Aber gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe mir gedacht, wir fangen hier, weil auch hier unser Wegelchen ist, einfach mal mit einem zentralen Dorfplatz an. Wir bauen einfach mal eine Straße hin. So. Da ist noch nicht viel passiert mit der Straße, ist mir auch klar. Es geht mir bloß darum, wir brauchen, denke ich, erst einmal 4 Häuser. Dass die Leutchen auch einen Unterschlupf haben, weil ansonsten können wir es ja gleich vergessen, ne? Oh, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich schon gepennt. Der Wagen steht nämlich saublöd, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Aber gut, ist glaube ich nicht so wild. Dann stellen wir einfach das Haus hier nebendran. So, also wir haben jetzt 4 Bauplätze für Häuser. 4 Häuser für 8 Erwachsene, sprich 4 Familien. Ich denke, das sollte reichen. Ich möchte jetzt auch noch gar nicht großartig mehr Häuser hinstellen, weil ich ansonsten befürchte, dass hier die Bevölkerung ziemlich schnell explodiert und wir ein Problem kriegen mit Nahrung und Brennholz. So, das nächste, was wir, denke ich, brauchen, ist erst einmal genug Material, sprich Holz, dass wir über den Winter kommen. Wir werden jetzt hier vermutlich noch nicht mit dem Förster anfangen, weil der Förster ist in meinen Augen wiederum was sehr, ja, ein Ziel mit mittel- bis langfristiger Aussicht. Was heißt, was bringt mir das, wenn ich jetzt anfange, Bäumchen zu pflanzen, mit einem Erfolg in 3, 4, 5 oder mehr Jahren, wenn ich im ersten Jahr verhunger und erfriere? Ist also, glaube ich, eine blöde Idee. Das heißt, wir müssen im ersten Moment erstmal schauen, dass wir überhaupt erstmal so, ja, Holz aus der näheren Umgebung bekommen. Ich denke, das ist mal so der Plan. Also, wie gesagt, mir fehlt hier die Erfahrung. Ich versuche das Ganze nur logisch anzugehen. So, dann markieren wir den Bereich hier mal zum Abforsten. Dann brauchen wir einen Lagerplatz, wo wir das ganze Material lagern können erstmal. Ich habe keine Ahnung, ob das ausreicht. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen kleinen Lagerplatz hin. Der ist nur temporär, der fliegt später weg. So, dann werden wir eine, wie schon gesagt, Sammlerhütte brauchen. Halt, nee, nicht Straße, sondern Sammlerhütte. Die versuche ich jetzt mal irgendwie möglichst in den Wald zu platzieren. Oder zumindest, dass er relativ viel Einfluss hat, Wald. Das hier Holz haben wir ja ein paar Mal gesagt. Also müssen wir es am besten irgendwie so platzieren. Ich stelle es jetzt einfach mal so einfach quer in den Wald rein. Das wird später, denke ich, noch alles feinjustiert. Mir geht es jetzt nur mal darum, dass wir ja, so schnell wie möglich Nahrung kriegen. So, es gibt hier auch ein Prioritätstool. Hiermit kann ich dann quasi die Priorität von Bauten erhöhen, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Was wir auf jeden Fall machen müssen, noch ein paar Bauarbeiter einteilen, weil ansonsten haben wir natürlich ein Problem, das ist auch klar. Also ich stelle jetzt mal 2 Bauarbeiter ein und 6 Arbeiter. Die Arbeiter sollten dann hier mal zumindest das ganze Gedönse hier, also das hier ist Eisen, das ist Stein, das ist Holz, ist auch klar.
mal auf diesen Lagerplatz hier bringen. Mein Gott, die haben ja Gemütlichkeit hier. Komm, die haben ja Zeit. Und ein bisschen mehr Tempo hier, Freunde. So, und die Bauarbeiter machen jetzt hier den Weg in der Zwischenzeit. Und ihr seht schon, hier wird schon das erste Material gesammelt. Oh, das ist schon sehr knapp kalkuliert, denke ich. Das ist wirklich sehr knapp kalkuliert. Okay, wir brauchen hier nochmal ein bisschen Holz, glaube ich. So, wird ebenfalls noch markiert. So, und da wird jetzt auch schon das erste Material gebracht, um die Holzhäuser zu bauen. Das ist, denke ich, wichtig. Und es regnet. Na super. Also fängt schon gut an im Frühling. Raues Klima, es regnet. Herzlichen Glückwunsch. Und so schnell, wie es angefangen hat, hört es natürlich auch wieder auf. Sehr löblich. Und unser Lagerplatz füllt sich. So. Der Kahn ist schon fast voll, aber das wird sich gleich erledigt haben. Spätestens, wenn die Häuser fertig sind, weil dann wird hier das Brennholz ziemlich schnell rausgehen. Dann werden die Kartoffeln ziemlich schnell rausgehen. So. Das erste Fundament ist gesetzt. Und die Jungs sind nach wie vor fleißig. Mit dem Abholzen. Oh, da kommt wenig rüber, Freunde. Da kommt richtig wenig rüber. Steine nochmal. Und ja, wir brauchen das Holz. Es hilft nichts. Wir brauchen das Holz. Ach, wenn man das jetzt in der Seele wehtut, aber es hilft nichts. So, das ist ein Kind, oder? Naja, das steht noch blöd rum, deswegen habe ich gerade gedacht, das ist ja komisch. Muss sowas gearbeitet werden hier. Wobei, die war 9 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit 10 wird sie zum Arbeiter, es sei denn, es gibt eine Schule. Nachdem wir keine Schule haben, wird sie dann quasi ungelernter Arbeiter. Heißt, wir haben eine Arbeitskraft mehr, aber die ist halt dann nicht so produktiv. Jetzt beispielsweise eine ausgebildete Arbeitskraft. So, die erste Meldung kommt. Die Holzvorräte sind fast aufgebraucht. Wer hätte es gedacht? Das erste Haus ist bezogen. Otti und Tamelita, beides Bauarbeiter. 19 und 20 Jahre alt. Und die haben auch schon sich Brennholz geschnappt und ein bisschen Kartoffeln. So, und hier, hier gibt es schon richtig zur Sache. Der Helm, ist ja ein lustiger Name. Helm und Chlorania. Nee, Chlorina heißt sie, genau, Arbeiter, 17 und 14, ne? Hier fängt es ja früh an, wobei ist ja Mittelalter, ne? Und gleich 3 Kinder, Respekt. Aber die haben noch nichts im Haus, okay, aber die werden sich's vermutlich gleich holen. Gehe ich mal von aus, dass die sich das gleich holen. Brennholzvorräte fast aufgebraucht, ja, das habe ich mir gedacht. Die haben sich jetzt sauberes Brennholz geschnappt, ach komm, das ist doch ein Witz, oder? Glaube ich jetzt nicht, hallo? Die haben sich 75 Brennholz geschnappt. Ja, spinnt ihr? Seid ihr wahnsinnig? Die bunkern ja. Das ist ja, also, geht ja gar nicht. Was haben die? Voll wenig. Also, die sind ja nicht mehr ganz sauber, die Burschen, oder? Schaut euch das an. Jäger und Sammler, jetzt kriegen die hier wahrscheinlich nichts mehr. Die zwei. Alter Vater, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr seid ja mal vogelwild. Wird einfach mal alles eingesackt, ne? Verstehst? Hamsterkäufe? Ja, die frieren hier. Die haben jetzt nichts mehr, verstehst? Denn es ist jetzt scheiße kalt. Großer Sport. Ganz tolle Wurst. Also, dann brauchen wir einen Holzhacker. Oh, der ist ja auch groß, ne? Holzhacker, Ja, wo bauen wir jetzt den hin? Ja, dann bauen wir jetzt einfach mal da hin. Den Holzhacker, weil hier auch der Lagerplatz ist. Also ich hoffe mal, dass das sich einigermaßen dann ausgeht. Ja, wir holen uns hier mal alles Material, einfach was hier so rumliegt. Wir brauchen es. Ich muss hier alles abholzen. Ich denke, es geht am Anfang nicht anders. Wir müssen uns der Natur bedienen, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber hier möchte ich es ungern machen, weil hier ja dann, wie gesagt, unser Sammler entsteht. Und ich glaube, wir sollten auch dringend noch einen gerne einen Jäger dazu bauen. Den bauen wir mal hier hin. So. Also momentan noch ohne Straßenanbindung. Weil die Straße beschleunigt ja bloß den, ja, das, dass die Leute hin und her kommen quasi, dass das funktioniert, aber das ist mir trotzdem, im Moment brauche ich das nicht.
Im Moment habe ich andere Sorgen. Ich möchte die jetzt auch nicht ewig weit in der Prärie entfernt bauen, also hier hinten zum Beispiel, also weil da mehr Wald ist. Sondern das sind die Transportwege zu lang. Ich glaube, wir müssen hier einfach aufpassen mit den Transportwegen. Also, was kommt jetzt? Lebensmittelvorräte sind knapp. Ja, ja. Du hast doch 176 Kartoffeln. Hallo? Was haben wir hier? 100 Kartoffeln. Was? Wollt ihr mich verarschen? 32 Grad im späten Frühling? Das kann doch nicht sein, oder? Hallo? Das kann doch nicht sein. Doch, Celsius, tatsächlich. Eie, das ist mal herb. Ha? Später Frühling, 32 Grad. Respekt. Ja, Freunde, da können wir nur von träumen momentan, von sowas. Da können wir nur von träumen. Ist das hier ist noch Stein hier unten? Holen wir uns den Stein hier auch noch. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das Holz hier auch noch mit. So, wie sieht's da aus? Der ist jetzt schon bald fertig. Loranki ist erwachsen geworden und als Arbeiter beschäftigt. So. Haben die jetzt hier alle noch Platz? Loranki, genau, der war hier, der war Kind. Oder ist das eine er oder eine sie? Eine sie, okay, also sie. Sie hat quasi hier beim Helm und bei Chlorina gewohnt und ist jetzt selber erwachsen, also im Sinne von Arbeiter hier in Schwierighausen. Und nachdem es keine weitere Hütte gibt, ist jetzt quasi im Elternhaus untergekommen. Wenn ich jetzt eine zusätzliche Hütte noch hätte, dann wäre die hier alleine eingezogen, denke ich. Was bedeutet, wir hätten noch weniger Nahrungsmittel und noch weniger Brennholz als eh schon. Deswegen lasse ich das jetzt mal so in der Hoffnung, weil hier ist ja noch Platz, schaut euch das an. Also da sollte ja eigentlich noch, ja, diese vier Häuser reichen hoffentlich. Ich möchte ungern ja bereits in der ersten Folge draufgehen, wenn wir alle wegsterben. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, die haben ja schon Holz hingebracht. Hier wird schon gebaut. Sammlerhütte, wie sieht's da aus? Ja, da fehlt noch das komplette Material. Okay. Ja, ich muss nur noch mal ein bisschen roden, denke ich. So, das Holz wird alles weggefrühstückt, alles weggesnackt. Naja, und hier, die frieren wie sonst noch was. Die frieren wie die Schlosshunde. Ja. Wie heißt das? Frieren wie ein Schlosshund oder wie ein Schoßhund? Ich glaube eher wie ein Schlosshund, oder? Schloss ist auch kalt. Die haben kein Brennholz, das ist echt zum Heulen. Ein Kind wurde geboren. Melie. Melie klingt jetzt erstmal nach einem Frauennamen, hätte ich gesagt. Genau. Komischer Name. Aber gut, 0 Jahre alt. Ja. Ist klar, ne? Wenn man geboren wird, ist man im erstes Lebensjahr, aber man ist noch nicht wirklich ein Jahr alt. So, dann brauchen wir einen Holzhacker. Einer unserer Arbeiter verabschiedet sich somit zum Holzhacken. Und legt schon fleißig los. Da wird schon fleißig gearbeitet, so ist recht. Sehr löblich. Genau, gib alles. So, und da ist... Ne, nichts ist da. Sah gerade so aus. Aber okay, der erste hat sich schon geschnappt. Das Brennholz. 35 Grad, ich meine, noch brauchen wir es nicht. Aber es ist, denke ich, schon wichtig. So. Die Bäume sind doch... Oh mein Gott, die Bäume bringen voll wenig irgendwie, ne? Also es wirkt zumindest so auf mich. So. Ja, wir tun hier weiter fleißig roden. Solange das Zeug da ist. So, Sammler. Ja, auch hier stellen wir mal kurz zwei Leutchen ein. Heißt, wir haben jetzt noch 5 Arbeiter, also uns gehen dann so ein bisschen die Leute aus. Wir haben 10 Erwachsene, weil jetzt auch 2 Kinder quasi erwachsen wurden. Neville hier als nächstes. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwie ausgeht. So. Nächster ist erwachsen, Loria. Das waren die 3 Kinder, oder? Von Anfang an. Wir hatten doch, glaube ich, 3 Kinder. 8 Erwachsene und 3 Kinder. Also die sind jetzt wohl alle erwachsen. Genau, Loria, in dem Haus. Ein bisschen Platz wäre noch. Arbeiter. Nebel, ja. Okay. Ja, wobei, ich gehe hier mal volle Granate hier. 4 auf Nahrung, ne, es hilft ja nichts. 4 auf Nahrung. Das mit dem Brennholz ist die Frage. Wie viel haben wir denn insgesamt? 25. 20. Der hat gebunkert wie ein Weltmeister. Also das finde ich echt schade, dass die das so extrem bunkern.
75, 20. Hm. Jetzt hätte man gesagt, der hat die besten Karten. Aber gut, der hat natürlich auch den größten Haushalt. Ich meine, mit 5 Personen. Das ist die Frage, wie lange halten diese Kartoffeln, ne? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen, wie lange das hält. Wahrscheinlich nicht allzu lang. So, hier ist auf jeden Fall jede Menge Wild schon mal. Wird Zeit, dass der Jäger fertig wird. Auf geht's, Freunde. Hopp. Bau doch mal ein bisschen. Mach doch mal hin hier. Holzvorräte sind fast aufgebraucht. Das nächste Kind wurde geboren. Also, ey, Freunde. Ihr sollt arbeiten und hier nicht, ne, rumhoppeln wie die Karnickel. Ich glaube, ich spinne. Aber stimmt der hier? Nee. Ah, hier waren wir fleißig, fleißig. Oder nee? Stimmt gar nicht. Ich habe dir Unrecht getan. Du warst es. Ihr zwei, ihr Schlimmen. Wir haben euch erwischt. Mhm. Ist ja schlimm hier, ne? Wie beim... Das ist ja... Ja, ich komme schon fast vor wie ein Stalker. Das ist ja übel. 52 Brennholz. Hm. Wie lange reicht das? Ist die Frage jetzt. Jetzt haben wir fast wieder 100 Brennholz. Das dürfte von Anfang vielleicht reichen. Ich hoffe es mal. Ich lasse ihn noch ein bisschen da vor sich hinwerkeln. Da haben wir nochmal den Befehl gegeben zum Harvesten. Ja komm, weißt du was? Dann kannst du das da unten auch kleiner Weg machen. So, hallo, hat er den jetzt markiert, den Stein? Ja, okay, gut. Sah bloß ein bisschen komisch aus. Also die sammeln hier, dann würde ich sagen, nehmen wir das Zeug da unten auch noch weg. So, und dann müssen wir auch schon aufpassen. Ah ja, sehr gut. Da oben der Jäger ist soweit am Start. Was habt ihr gemacht? Oh, die waren auch schon fleißig. Oh, wir haben schon wieder 405 Nahrungsmittel. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Dann war ich hier vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Dann muss ich hier vielleicht ein bisschen runtergehen. 3 von 4. Hier lasse ich mal 2. Wie sieht unser Wagen aus? 46% ausgelastet. Okay. Hm. Brennholz 80. Das ist... Ja, es ist nicht schlecht. Der Platz hat, also dieser Lagerplatz hat auch noch ein bisschen was, aber ist auch nicht allzu viel. So, dann sollten wir uns jetzt Gedanken machen über ein weiteres Lager. Ein Lagerhaus, 48 Holz, das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge Holz im wahrsten Sinne. Da investiere ich lieber in ein Forsthaus, ganz ehrlich. Das ist mir da fast wichtiger. Ja, wir stellen da ein Forsthaus hin. Und dann wollen wir auch die erste Straße schon mal hier ziehen. So. Ich glaube, jetzt haben wir so den ersten Stress mal weg. Sage ich in meinem jugendlichen Leichtsinn wahrscheinlich. Das wollen wir dann sehen, wenn es soweit ist, ne? Wenn alles in die Binsen geht. Wenn alles in die Binsen geht. Na, eins weiter noch. So, jetzt. Quadratisch praktisch gut, ne? Okay, jetzt hätten wir hier eine schöne Verbindung. Wo bauen wir dann das Lagerhaus? Jetzt ist die Frage. Also man muss unterscheiden zwischen diesem Lagerplatz und dem Lagerhaus. Man sieht es hier auch schon schön im Tooltip. Im Lagerhaus wird Lebensmittel, Kleidung, Textilien, Werkzeuge und sowas gelagert. Und hier am Lagerplatz dann so diese unveredelten Gegenstände und Ressourcen wie Holz. Ja gut, wobei Brennholz ist ja auch schon fast veredelt, ne? Also es ist, ja, es ist aus Holz gemacht, Brennholz. Stein, Kohle, Eisen. Kohle ist zum Beispiel was, das bekommst du nur in der Mine. Oder ich glaube, der Händler hat es auch manchmal. Und Kohle kann als Ersatz für Brennholz dienen. Oder du kannst es auch verwenden, um Stahlwerkzeug zu machen. Ja, ja, die In-Game-Hilfe, die ist ganz nett hier. Also man kann es nur empfehlen, hier mal den ganzen Scheiß ein bisschen sich reinzulesen. Das hilft schon. Also da lernt man einiges. Weil jetzt nur mit dem nackten Tutorial ist es, denke ich, ziemlich schwierig. Im wahrsten Sinne des Wortes, da stimmt's ja. Da kann man ruhig mal schwierig sagen. So, es wird früh Herbst. 19 Grad, die Temperatur geht zurück. Was machen unsere Leute? Wir haben noch 2 Bauarbeiter. Wieso eigentlich? Brauchen wir aktuell nicht. Wir haben 405 Nahrung. Ha. Wir haben keinen Schmied.
Wir haben keinen Schneider. Also, die sind auch, nicht Bierbrauer, sondern Schmied und Schneider sind, denke ich, wichtig. Weil ohne Werkzeuge sind unsere Leute wesentlich unproduktiver. Das gleiche gilt für ungebildetes Personal. Heißt, ich denke, wir brauchen einen Fischer, werden wir noch brauchen, einfach um noch ein bisschen Nahrungsmittel zu bekommen. Das ist die Frage, was ist wichtiger? Nahrung haben wir jetzt erstmal. Schauen wir nochmal kurz in unsere Häuser rein. Da sind noch 115 Kartoffeln. Ich meine, da wohnen jetzt nicht allzu viel. Das ist, gut, das ist vielleicht ein bisschen einseitig von der Ernährung her, aber ja, mei. Es reicht, ne, um nicht zu verhungern. Brennholz haben sie ein bisschen. Wir haben auch noch was auf Lager. Okay, also Haus 1 lassen wir mal. Passt, nochmal einen Haken dahinter. Haus 2. So, was habt ihr? Ihr habt 25 Brennholz, 83 Kartoffeln. Könnten nachholen. Brennholz, denke ich, reicht hoffentlich. Dann haben wir hier unsere Jäger und Sammler. 75 Brennholz, das sollte, denke ich, auch reichen. Und 201 Kartoffeln, das reicht, denke ich, auch auf jeden Fall. Ja, und hier haben wir ebenfalls 20 Brennholz und 126 Kartoffeln. Also ich glaube, der Start war jetzt nicht allzu schlecht. Hier haben ein bisschen was gesammelt. Im Lager ist noch ein bisschen was. Die Jäger haben noch nichts gebracht, aber gut, die arbeiten auch noch nicht so lange. Deswegen, denen müssen wir, denke ich, noch eine Chance geben. Denen geben wir noch eine Chance. Hier wird nochmal abgebaut. Hier haben wir es ja markiert. Genau, da sind sie auch schon fleißig am Kloppen. Den Förster haben wir schon beauftragt, ne? Genau, hier oben. Also der ist, denke ich, wichtig. Das sollte man auch nicht vergessen, einfach um gesichert Holznachschub zu haben. Weil ihr seht schon, wir haben hier relativ viel jetzt schon mal abgerodet. Und ich meine, das geht nicht mal lang gut. Wir haben hier noch ein bisschen Holz. Wir haben hier unten noch ein bisschen Holz. Und dann muss man schon sehr weite Strecken gehen, um Holz zu bekommen. Ich meine, man könnte hier dann auch eine Brücke schlagen. Das kostet auch wieder intensiv Ressourcen. Stein wird, denke ich, das nächste Problem werden. Wir haben hier zwar noch ein bisschen Stein. Aber dann wird es vermutlich auch schon schwieriger. Naja, lassen wir uns überraschen, wie es hier weitergeht, wenn es in den ersten Winter geht, in Jahr 1 hier in Schwierighausen. Aber für heute würde ich sagen, liebe Freunde, lassen wir es an dieser Stelle gut sein mit der heutigen Folge. Ich sage danke an euch fürs Dabeisein hier bei Let's Play Banished. Und ich freue mich natürlich auf A, Tipps, Tricks und Kommentare, sowie B, auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Bis dann!